Mir geht es darum, eine Farm, bedeutet Farmgebiet, heißt, sie haben ein Gebiet, wo sie sich positionieren, als der Player, als der Makler, der für alles da ist, der sich kümmert. Im Regelfall, Klammer auf, Klammer zu, ist die Farm dort ansässig, wo sie auch selbst ihren Lebensmittelpunkt haben. Im Regel, muss nicht so sein, würde ich verstehen. Optimalerweise, warum ist es so? Was glauben Sie, ist der Vorteil? Die Zeit, Investment, ganz klar, aber was noch? Man sieht täglich Leute, man wird täglich gesehen. Sie werden gesehen als Mitglied der Gemeinschaft auch gleichzeitig. Sie haben den Vorteil zum einen, dass man sie wahrnimmt als normale Person des ganz normalen, privaten, täglichen Lebens und gleichzeitig aber als Geschäftsmann, als der Mann, der hilft, der helfen kann. So, und darum geht es unter anderem in dieser Farm. Es ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil Sie kennen das ja auch, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Sie in Ihrem Teilmarkt, Ihrem Haus, Sie stehen morgens auf, sind hochmotiviert, Anzug angezogen, rasiert, sind, sagen, heute mache ich Business, machen die Tür auf, wollen ihr Auto rausgehen und sehen gegenüber ein Verkaufsschild vom Remax. Von Remax oder von, wie heißt der, Dench. Da gehen Sie gerade nach Hause, oder? Mal ernsthaft, oder? Da gehen Sie nach Hause, oder? Ja. So, das darf nicht passieren. Und seien Sie sicher, in meinem Teilmarkt ist das sehr unwahrscheinlich, dass es passiert. Und wenn es passieren sollte, steht das Schild maximal 3 Sekunden. Damit ist es abgesägt. Nein, das war ein Spaß jetzt. Ne? Also, das heißt, es darf nicht passieren. So, weil dann sollten Sie spätestens überlegen, eine Farm zu bestellen. Das heißt, in Ihrem Spezialistengebiet sich so zu positionieren, dass man Sie anruft. Nochmal, damit es wirklich ein gefühlter Schmerz für Sie ist. Sie wohnen in der Straße, Schillerstraße 15, und sehen gegenüber, das sind die geraden Hausnummern, Schillerstraße 20, ein Verkaufsschild eines Maklerkollegen. Da frage ich Sie, wie wohnen Sie denn? Kommen Sie nur nachts nach Hause? Wahrscheinlich, kurz in der Arbeit, klar. Haben Sie die Rollläden immer unten? Haben Sie keinen Namensschild an der Tür? Warum ruft er Sie nicht an? Aber Sie sind uns, glaube ich, einig, dass man keine 8 von 10 Fällen aus. Es gibt immer eine Ausnahme, keine Frage. Aber es soll trotzdem so sein, dass auch vielleicht der, der erben wird, woanders wohnt, sagt, aha, den beauftrage ich schon erst einmal. Klar, die Sparkasse hat einen Vorteil natürlich mit Darlehensverlängerungen und so weiter, günstige Zinsen, keine Frage. Aber ich betone noch einmal, Sie sollten zumindest angesprochen werden. Nur, dass gar nichts über Sie läuft, ist dann schon wieder nicht gut. Also, worauf ich hinaus möchte, ist, einfach, dass Sie in Ihrem Gebiet als Makler wahrgenommen werden. Und zwar, dass Sie sich fokussieren auf, ich bin der Makler vor Ort. Ich bin der Makler, der dir helfen kann, der Dienst leistet, der dein Haus verkauft. Sprich mich an. Dazu muss aber erst einmal der Markt wissen, auch der Teilmarkt wissen, dass Sie Makler sind. Das heißt, Optionen schaffen, damit man sie wahrnimmt. Stellen Sie sich mal vor, Sie haben jetzt einen Flyer verteilt in Ihrem Farmengebiet. Und jemand hat doch keine Verbindung zu Ihnen und sieht Ihr Auto da stehen. Ach, der war das, Ritzert und Braun. Jetzt rufe ich doch mal an. Wie baue ich sowas auf? Und ich kann wirklich von meinem eigenen Farmengebiet sprechen. Als ich von Aschaffenburg-Schweinheim, das ist ein Stadtteil, nach Striedwald gezogen bin, da kannte mich kein Mensch. Keiner. Und Striedwald ist der kleinste Stadtteil von Aschaffenburg. Und auch der, weil er so klein ist, Sie kennen das ja, ne? So heimelig, jeder kennt jeden so ein bisschen und da wird es schwierig, in die Gemeinschaft reinzukommen. Und 2006 sind wir da hingezogen. Kinder noch kleine, ja, da kommt der Makler. Was habe ich getan? Persönliche Kontakte aufgebaut. Wir haben zuallererst, wie es hier steht, es gibt ein Gemeindeblättchen, Striedwaldblättchen, da haben wir zuallererst die letzte Seite gebucht, ein Jahr im Voraus. Da habe ich komplett mich vorgestellt. Erstmal gab es noch keine Angebote, also Angebote aus anderen Stadtteilen, aber permanent, alle 4 Wochen erscheint das Ding, geworben. Die habe ich seit mittlerweile 8 Jahren, die Seite. Gebe ich noch nicht mehr her. Der letzte Platz. Letzte Seite. Seit 3 Jahren sogar farbig, vorher war es schwarz-weiß gewesen. Ständig, es ist ein Budgetplan, der ist automatisch mit drin. Nehmen Sie mich als Beispiel. 1 Jahr lang, nichts passiert. Bei meinem Expertengebiet habe ich halt dann auch weiter natürlich Kontakte, persönlich Kontakt. Ich bin jemand, der auch gerne kommuniziert. Kindergarten, Schule, Förderverein, Beirat, ich habe mich überall reinwählen lassen. Überall. War präsent. Habe an den Tischen gesessen, habe über Osterbasteln, über Kuchen, über Kekse gesprochen, über alles. Die Leute haben mich wahrgenommen als derjenige, der im Markt auch hier aktiv ist. Und nebenbei eben auch Immobilien verkauft. Nicht nebenbei als semi-professionell, sondern eben auch verkauft.
Und es ist einfach mal so, es gibt Märkte, der dauert ein bisschen länger, hier hat es länger gedauert und mittlerweile nach jetzt 2006, fast 9 Jahren kann ich sagen, da ist einiges passiert im Streetwald. Wenn was verkauft wird, geht es im Regelfall über mich.